Bereits seit 1990 gibt es eine Fleischerei im Herzen der Oberlausitz, die Fleischerei Weber. In insgesamt 9 Filialen der Fleischerei sind die Kunden herzlich willkommen. In Zittau auf der Weberstraße findet sich die neueste Filiale der heimatverbundenen Fleischerei. Frau Kirsche, Filialleiterin an der Weberstraße in Zittau, weiß, worauf es ihren Kunden ankommt. Und die kommen gern wieder, schätzen den vorzüglichen Geschmack und die nette persönliche Bedienung. Reisen wir nun ein kleines Stück weiter. An der Christian-Kaiman-Straße lädt Frau Kunschmann zu einem kurzen Stopp. Feinste Kompositionen der Fleisch- und Wurstherstellung lassen einem buchstäblich das Wasser im Munde zusammenlaufen. Aber nicht nur das. Die Fleischerei Weber ist bekannt für ein reichhaltiges, stündlich frisches Imbissangebot. Eben für den kleinen Hunger zwischendurch. Bereits um 6 Uhr in der Früh laufen in der Fleischerei Weber in Neu-Aibau Menschen und Maschinen auf Hochtouren. Produzieren beispielsweise täglich 90 Kilogramm Bockwurst. Rund 750 Stück. Traditionelles Handwerk und modernste Maschinen für ein Oberlausitzer Spitzenprodukt. Die frisch produzierten Bockwürste werden nun für die Räucherei vorbereitet und kommen dann in die Rauchanlage zum Umröten. Bevor der Rauchvorgang beginnt, werden die Bockwürste abgeduscht. Nur absolut saubere Würste kommen in die Anlage. Nach dem Umröten werden die Würste getrocknet und anschließend geräuchert. Fleischermeister Heinz Weber bestellt währenddessen wie täglich neue Ware für die Fleischerei. Halbe Schweine, Rinderviertel und andere Tiere, vorrangig von regionalen Erzeugern. Seit 1990 hat er die Fleischerei zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein mittelständiges Unternehmen im Herzen der Oberlausitz. Angefangen hat alles mit einer gehörigen Portion Mut und dem Tatendrang, etwas zu bewegen. Wie hat alles angefangen vor 20 Jahren? Es ist durch die Wendezeit. 1989 war ich ja bei der HO Filialleiter in der ehemaligen Fleischerei Mosig in Eberschbach. Und 1990 irgendwann abends kam in der aktuellen Kamera halt, dass sich jeder selbstständig machen kann, ich auch seine eigene Firma gründen kann. Und da bin ich am nächsten Tag auf den Rat der Stadt Eberschbach gegangen und habe mir natürlich als Erster, soweit ich informiert bin, den Gewerbeschein geholt, am gleichen Tag ausgefüllt und wieder abgegeben. Und einen Tag später war ich selbstständig und hatte schlagartig meine eigene Firma gegründet. Das war, was eigentlich immer schon mein Wunsch war. Herr Trautmann, hier im Bild, war von der ersten Sekunde an dabei und ist auch heute noch ein wertvoller Mitarbeiter der Fleischerei. 1999 entstand die Produktionsstätte in einer ehemaligen Firma für Berufsbekleidung. Insgesamt 1,8 Millionen hat Fleischermeister Weber in seinen Traum investiert. Der Traum sollte noch vor der Jahrtausendwende Realität werden. Die Zeichen standen auf Expansion. Doch gerade als man mit der Bauphase begann, kreuzten die tagesaktuellen Nachrichten die Pläne des Fleischermeisters. Es war der Beginn der BSE-Krise. Zweifel tauchten auf. Halten die Kunden dem Unternehmen die Treue? Mut und Tatendrang haben sich ausgezahlt. Die Krise ging genauso schnell, wie sie kam, und die Kunden haben der Fleischerei die Treue gehalten. Die Produktion in den neuen Räumen in Neu-Aibau konnte beginnen. Seither werden täglich halbe Schweine, Rinderviertel und andere Tierkörper bis zum Mittag nach den Richtlinien des Deutschen Fleischerverbandes, dem DFV-Zuschnitt, zerlegt. Frau Anders und Herr Jentsch beginnen mit dem Heraustrennen der Schweinelenden, dem kostbarsten, was ein Schwein zu bieten hat. Die Schweinehälften werden zunächst grob zerlegt in Keule, Schulter, Kotelett, Kamm und Bauch und in 12 Stufen von mager bis fett sortiert. Danach wird der Bauch mit der Wamme heruntergesägt. Arbeit im Akkord. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Kühle 0 bis 2 Grad Celsius herrschen im Kühlhaus. Hier im Verarbeitungsraum sind es immerhin 5 Grad. Direkt im Anschluss wird das Produktionsfleisch für die jeweiligen Wurstsorten vorgewolft. So nennt der Fachmann den Zerkleinerungsprozess. Mittlerweile ist es Mittag. Gute Zeit, einen Blick in die anderen Filialen der Fleischerei Weber zu werfen. In der Görlitzer Filiale in Königshofen bedient Melissa Wötzel die Kunden. Ihre berufliche Karriere hat hier als Auszubildende ihren Anfang genommen. Heute ist sie Filialleiterin und froh darüber, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz in der Heimat gefunden hat. Die Fleischerei Weber fördert bewusst junge Menschen, um den Trend der Abwanderung in die alten Bundesländer zu stoppen. Ein Unternehmen mit Verantwortung und sozialer Kompetenz. In Görlitz-Weinhübel leitet Frau Gäbler die Filiale der Fleischerei Weber aus Neu-Aibau.
berät, bedient und hin und wieder ist auch etwas Zeit für einen Plausch über die Theke. Eine weitere Filiale der Fleischerei wurde im Aldi-Markt in Löbau eröffnet. Filialleiterin Frau Hubrich gehört seit der Jahrtausendwende zum Team. In der Eibauer Filiale zeichnet Frau Weder und Frau Erler verantwortlich. Unser Urgestein Frau Hensel bedient fachgerecht als Filialleiterin im Ebersbacher Kaufland. In Groschönau erwartet sie Sandy Wendt. Hier hat sie auch gelernt. Und auch in Neugersdorf finden sie eine Filiale mit Frau Freitag und Frau Link. Es gibt Eigenmarken, die ich mittlerweile in den 20 Jahren kreiert habe und die wir auch mit sehr großem Erfolg verkaufen und sehr viele Produkte habe ich auch als Überlieferung von der Fleischerei Mosig, von Fleischermeister Otto Mosig, den ich sehr großen Respekt heute zolle noch. Und den ich auch sehr zu großem Dank verpflichtet bin, weil, wie gesagt, er hat mir damals eigentlich die Grundschritte beigebracht für eine sehr gute Fleisch- und Wurstproduktion, wo ich heute noch meine Ideen und meine Rezepte raus vervollständige und modernisiere natürlich. Seither hat Heinz Weber die geheimen Rezepturen auf Grundlage des Fleischermeisters Mosig weiterentwickelt, verfeinert und dem modernen Zeitgeist angepasst. Henry Rublack ist Produktionsleiter und rechte Hand des Fleischermeisters. Er kennt die Rezepturen für mehr als 140 Sorten Wurst, Schinken und Spezialitäten und wiegt die Zutaten grammgenau ab. Rico Weber, der Sohn des Fleischermeisters, kuttert das Brät für die Qualität und ein schönes Schnittbild. Das Eis hält dabei die Temperatur des Bräts stabil. Ohne Eis würde das Eiweiß im Fleisch gerinnen. Unschöne, gräuliche Verfärbungen wären das Resultat. Produktionsleiter Henry Rublack und André Beuster arbeiten gerade an einer besonderen, ausgezeichneten Spezialität der Fleischerei. Die berühmte Bauernbockwurst. Herzhaft im Geschmack und von den Kunden der Fleischerei geschätzt. Probieren Sie doch mal! Siebzehn Nadeln sorgen für Geschmack durch und durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Injektor wird die Lake direkt in das Fleisch gespritzt. Damit verteilen sich die Gewürze im gesamten Fleischkörper. Die Folge ist neben einer durchgehend gesunden roten Färbung ein Geschmackserlebnis der besonderen Art. Ein ebensolches Geschmackserlebnis sind Wiener Würstchen, frisch aus dem Räucherofen. Damit Keime keine Chance haben, wird die Kerntemperatur schnell auf unter 20 Grad abgekühlt. Danach gehen Sie direkt in den Versand. Frischer geht es nicht. Viele Menschen arbeiten Hand in Hand, damit Sie frische, ausgezeichnete Ware erhalten. Daniela Heidenreich zeichnet für die Kommissionierung der Waren verantwortlich. Hier werden die Spezialitäten der Fleischerei Weber für jede einzelne Filiale vorbereitet und verwoben. Unterstützt wird Daniela bei der Verwegung und Beladung von Angelika Henke. Und schon geht die frische Ware auf den Transport in die Filialen. In der warmen Küche werden die Speisen für die Filialen und den Partyservice täglich frisch zubereitet. Das Auge isst mit, so lautet das Credo des Partyservice der Fleischerei Heinz Weber in Neuaibau. Frau Weber, die Ehefrau des Fleischermeisters, und Frau Donat sind die Heinzelmännchen hinter dem Partyservice. Durch ihre erfahrenen Hände entstehen wahre Kunstwerke aus Geschmack und Farben. Eben ein Partyservice, der gehobenen Ansprüchen entspricht. Für jede Art von Feierlichkeiten ist der Partyservice der Fleischerei Weber genau die richtige Wahl. Der Partyservice mit der besonderen Note. Es ist natürlich in der heutigen Zeit schwierig, solche Prognosen zu stellen, aber meine Vorstellungen gehen dahin, oder meine Wünsche besser gesagt, gehen dahin, natürlich das Unternehmen zu festigen und in erster Linie den Mitarbeitern die Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern. Und ich hoffe zumindest, dass mein Sohn Rico irgendwann in der Lage sein wird, den Betrieb zu übernehmen.
der zur Hälfte seine Meisterprüfung bis jetzt geschafft hat und das auch weiter fortführen möchte. Wie gesagt, und das ist eigentlich meine Vision, ihm ein gesundes Unternehmen übergeben zu können. Fleischerei Weber, ein Unternehmen mit Vision. Mit Mitarbeitern, die mit Liebe zum Detail hinter ihren Produkten stehen. Aus der Oberlausitz für die Oberlausitz komponiert die Fleischerei Heinz Weber Freuden für ihren Gaumen. Jeden Tag aufs Neue. Nicht umsonst heißt es Fleischerei Weber, die mit der Oberlausitzer Geschmacksnote.